So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Und ich habe nochmal ein Double Feature. Ja, Double Feature, das Set, was damals alle gehasst haben. Ich habe so ein paar Booster hier davon rumliegen, weil ich gehofft habe, die werden irgendwann teuer, werden sie nicht. Deswegen machen wir sie jetzt mal auf. Gucken wir uns diesen Schwarz-Weiß-Kram mal an. Oh, das fühlt sich so seltsam an. Ja, dann haben wir. Oh, das ist Schwarz-Weiß. Es sieht cool aus, aber der lila Rahmen, der ist ein bisschen strange. Wir haben einen Behemoth, 5 Mana, 7-6. Mit spielwertig Kosten müssen wir eine Kreatur opfern oder 2 Mana bezahlen mit Menace. Okay, da ist gerade mein Licht ausgegangen. Graven, Sylvan, Scrim, 4 Mana, 2, 3. Immer wenn der ins Spielfeld kommt, legen wir die Präsenz 1 Marke auf bis zu 2 Kreaturen. Warum hat man nicht einfach Bolster 2 gesagt? Ich finde es so schade, dass man da einfach die Fähigkeiten von früher nicht recycelt. Weil man hat die Fähigkeiten, warum nicht benutzen? Dann haben wir External Farmer, 3 Mana, 2, 3. Wenn er ins Spielfeld kommt, millen wir 3 Karten und dann können wir ein Land aus dem Friedhof zurück in die Hand nehmen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sexuality of the Key. Ein Mana Instant investigaten wir und wenn sie aus dem Friedhof gecastet wird, investigaten wir doppelt mit Flashback. Cradle of Solitude, all das Artwork, das ist so gruselig. 2 Mana Flash für verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur hat Hexproof in diesem Zug und die kriegt Präsenz 1. Nicht schlecht. Heron of Hope. Oh, das Schwarz-Weiß, es sieht so gut aus mit Weiß. Also Blau ist ganz okay, aber Weiß, Weiß ist der Wahnsinn. 4 Mana, 2, 3 fliegend. Wenn wir Leben bekommen, kriegen wir stattdessen so viele plus 1 und wir können ihm Lifelink geben. 2 Mana, 2, 2 ist der Hungry Rich Wolf. Solange ein anderer Wolf oder Werwolf kontrolliert, kriegt der plus 1 bis 0 und hat Trampel. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mograble Milpede. 5 Mana 2, 2. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt er eine plus 1 Mark auf den für jede Kreatur in eurem Friedhof. Das kann mächtig werden. Rite of Oblivion. Es sieht so gut aus. Rite of Oblivion ist ein schwarzes und weißes. Als für die Kosten opfern wir ein permanentes oder wir opfern ein permanentes und wir exilen ein non-permanentes mit Flashback. So eine starke Karte. Wird fast nicht gespielt und ich weiß nicht warum. Ich finde die wirklich gut. Und ja, mal gucken. Dann haben wir Phantom Carriage. Oh, diese komische Kutsche. 6 Mana, 4-4 fliegend, wenn sie ins Spielfeld kommt. Gucken wir uns. Ne, können wir unser Deck nach einer Karte durchsuchen, die Flashback hat und so. Skulking Killer, 4 Mana, 4, 2, wenn er ins Spiel kommt, dann geben wir eine Kreatur minus 2, minus 2, wenn er dann nur eine Kreatur kontrolliert. Was? Was? Wie bad? Wie bad diese Karte ist. Oh mein Gott, sie ist wirklich bad. Uff. Uff, 4 Mana, 4, 2 und nur minus 2, minus 2. Ne, es geht. Egal. Tun wir das mal beiseite. Immer noch bei Uncommons. Oaxland Stalker, 3 Mana, 3, 3. Den Zauber kann man spielen, jetzt aber Flash hätte für 2 mehr mit Daybound. Und auf der Nightbound-Seite ist der einfach nur ein 6-3er. Okay. Dann haben wir einen Torvalar Dire Overlord. 3 Mana, immer wenn ein Wolf oder ein Werwolf dem Gegner Schaden zufügt, dürfen wir eine Karte ziehen. Zu Beginn des Upkeeps, wenn man 3 oder mehr Wölfe oder Werwölfe kontrolliert, wird es Nacht und sie transformieren alle. Sehr cool. Und der transformiert dann auch in einen 4-4er, der immer noch hat mit Card Draw. Und er hat Cursing Wolf Run, also X und ein rotes und ein grünes und fügt X plus 0 zu. Das ist halt Cursing Wolf Run. Das ist halt das Land, was damals existiert hat. Ja, das sieht schon sehr cool aus. Dann haben wir noch ein Dollhouse of Horror, 5 Mana Artefakt, 1 Mana Tappen. Wir exilen eine Karte aus dem Friedhof, aus unserem Friedhof. Und kreieren ein XX-Konstrukt. Wobei X ist also 0-0-Konstrukt, was plus 1 bis 1 kriegt für jedes andere Konstrukt, was wir kontrollieren. Es hat keinen anderen Kreaturentyp, außer dass es die anderen Fähigkeiten der Kreatur übernimmt, was sehr stark ist und auch immer stärker wird. Und können wir nur machen wie eine Sorcery. Das ist schon sehr cool. Und Sunshine Cavalry. 3 Mana, 3-3, fliegend Trampel. Ja, egal. Gucken wir uns lieber mal das Foiling an. Das Foiling sieht so weiß aus. Es ist schon cool mit dem Foiling. Es sieht schon gut aus mit dem weißen Foiling. Ja. Sagt mir mal eure Kommentare nach der langen Zeit über dieses Set. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.